Wir kommen George zur Nummer 5. George startet etwas später, aber George ist ein Neuer bei der Erste Bank. Und da fragt man sich natürlich, warum George? Wenn man sich ein bisschen umschaut in der Geschichte der letzten 20 Jahre, hat George nicht nur immer die allerbeste Presse gehabt, als im Jahr 1998 der Hurricane George über die Karibik und den Golf von Mexiko gefegt ist, war dort der zweitverheerendste der laufenden Saison. War der teuerste seit vielen, vielen Jahren und hat eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Und der zweite weltberühmte George in den letzten 20 Jahren ist am 21. Jänner 2001 als George W. Bush angelobt worden und gilt gemeinhin als einer der dümmsten US-Präsidenten, für lange Zeit zumindest als der dümmste seit Ronald Reagan. Die Quellenlage ist unsicher, aber es könnte auch sein, dass auch die Aussage von Georges Chef, dem Chef der Erste Bank, Andreas Treichel, die er Jahre nachdem seine Bank staatliche Hilfe in Milliardenhöhe genommen hat, in Richtung Politik abgefeuert hat, nämlich, zitiere, unsere Politiker sind zu blöd, zu feige und zu unverständig, in Wirklichkeit diesen George in den Vereinigten Staaten gegolten hat und nicht der österreichischen Bundesregierung, die ihm unter die Arme gegriffen hat, mag sein, die Quellenlage ist unsicher. Es kann aber genauso gut sein, dass weder der Hurricane George noch der 43. Präsident der Vereinigten Staaten Namensgeber für George war, als die beiden Herren, die jetzt reden werden, darüber sich Gedanken darüber gemacht haben, wie ihr Projekt heißen soll. Vielleicht haben sie eher gedacht und gehofft, ein bisschen was von dem Sexappeal von George Clooney fällt für sie ab, wenn sie es George nennen. Ob das so war und was tatsächlich hinter George steckt, werden sie uns jetzt erklären. Bitte auf die Bühne Boris Marte und Daniel Ratzenböck. George startet. Ja, schönen guten Abend. Es geht jetzt gleich um die digitale Revolution bei Banken. Es geht auch um die Vermarktung von Innovationen und ich werde Ihnen sehr viel über einen gewissen George erzählen. Das ist jetzt ausnahmsweise nicht George. Das bin ich im Alter von circa 4 Jahren. Ich bin Oberösterreicher und bin in einem Jahr geboren, wo man auch schwarz-weiß fotografiert hat. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht erzählen, wie ich von diesem Bild hier auf dieser Bühne entwachsen bin, sondern es geht jetzt darum, wie George gewachsen ist und wie wir ihn digital eingeführt haben. Wer ist denn dieser George überhaupt? George ist ein neues digitales Banking, ja, das ist richtig. George kann aber wesentlich mehr. George ist sehr benutzerfreundlich. Sie können in George suchen, so wie Sie das nur von Google gewohnt sind. George ist individualisierbar. Das heißt, Sie können Ihre Konten anordnen, so wie Sie es möchten. Sie können den Konten Namen geben, Sie können ihnen Farben geben. Und George ist erweiterbar. Das heißt, Sie können sich ähnlich wie im Apple Store Plugins runterladen und Ihren ganz persönlichen George bauen. George ist also wesentlich mehr als ein Online-Banking. Wir haben es als modernstes Banking Österreichs positioniert. Tun Sie uns einen Gefallen und sagen Sie bitte niemals Online-Banking zu ihm. Zum Namen. Ja, George ist eigentlich ein Berater, der nur zufällig digital ist. Unser Vorbild für die Namensgebung war nicht George W. Bush oder sonst irgendjemand, den unser Einleiter da netterweise erwähnt hat. Nein, unser Vorbild war der Autopilot, der vor circa 100 Jahren erfunden worden ist und auch George hieß. Sie sehen hier einen Mann auf den Tragflächen, der versucht, das Flugzeug aus der Balance zu bringen und der Autopilot bringt dieses Flugzeug wieder zurück in die Horizontale. Das ist die Analogie, die wir möchten. Ähnlich wie ein Autopilot einem Flugzeug hilft, wieder auf Kurs zu kommen, soll George unseren Kunden helfen, ihre Finanzen auf Kurs zu halten, nicht mehr, nicht weniger. Ja, das waren nicht die Paten George Clooney und Baby George. Waren nicht die zwei, die unsere Vorbilder waren. Aber eine gute Nachricht, wir haben es geschafft, in der Launch-Kampagne die beiden in den Online-Zugriffen, in der Suchanfragen zu überholen. Ja, wie vermarktet man nun eine digitale Innovation? Natürlich geht es da schon um Zielgruppe. Aber der wesentliche Unterschied ist, dass man zunächst die Innovatoren und die Early Adopter und, Entschuldigung, die Early Adopter im Boot haben muss. Erst wenn man die erreicht hat, kann man sich und soll man sich der breiten Masse widmen. Wie haben wir das konkret gemacht? Wir haben 6 Monate vor dem massenmedialen Launch einen
Beta-Launch gemacht, wo wir Kunden und auch Mitarbeiter eingeladen haben, an George mitzuarbeiten. Damit hatten wir diese digitale Zielgruppe sozusagen schon im Boot. Wir haben dann 2 Monate vor dem massenmedialen Launch die Zielgruppe erweitert. Wir haben alle Mitarbeiter eingeladen und viele Kunden eingeladen, George auszuprobieren. Da waren auch viele Journalisten dabei. Und das hat zu einem regelrechten Pull geführt. Die Journalisten haben angefangen zu berichten, die Mitarbeiter waren irrsinnig stolz und plötzlich haben Kunden angefragt, die nicht eingeladen waren, kann ich diesen George bitte auch haben? Das war für uns sensationell und das war auch der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, jetzt ist es Zeit für den massenmedialen Launch. Pünktlich am 01.01.2015 vor dem Neujahreskonzert haben wir daher diesen Spot geschalten. Willkommen im Jahr 2015. Willkommen im Jahr von George. Was war wichtig bei dieser Kampagne? Wichtig war, es ist eine Teaser-Kampagne, das sieht man, sie war ungebrandet, die Kampagne ist extrem bunt und wir haben sie bewusst weg von der Bank positioniert. Es gibt jetzt noch ganz viele andere Sujets, wie George startet, George findet, George freut sich. Ich kann die leider jetzt nicht alle zeigen. Was aber wirklich entscheidend war, wir hatten eine tolle crossmediale Kampagne. Wir konnten alle Kanäle bespielen, die sich ein Werber eigentlich nur wünschen darf. Ja, letztlich war George ein wirklich großer Erfolg in der Vermarktung. Das liegt an vor allem 2 Gründen. Das eine ist, wir haben toll als Team zusammengearbeitet und waren rechtzeitig involviert. Und der zweite Grund ist der Markterfolg. Boris, ich glaube, wir halten jetzt bei knapp 600.000 Usern. Dann darf ich das gleich dir übergeben. Ja. Wie es in der Einleitung gesagt wurde, wir sind ja eigentlich eine Bank, oder? Und als Bank hat man es heutzutage nicht wahnsinnig leicht, oder? Die Branche ist ein bisschen komisch im Moment. Also die italienische Mafia ist unterwegs, oder? Und schnappt sich schnell eine, die bei uns da. Die andere da in Kärnten spielt auch ein bisschen verrückt, oder? Die dritte, wenn sie Umfragen machen, was Vertrauen anbelangt, dann sind wir Banken da unten irgendwo. Unser CEO sagt es ihnen, wir sind so vertrauensvoll wie Politiker und Prostituierte. Also ganz unten, also nicht irgendwie da oben oder so, irgendwie ganz unten. Also wir haben schon ein großes Problem. Und außerdem, hat jemand seine Bank wirklich gern? Was macht man da, oder? Außerdem, Banken fürchten ja Innovation wie der Teufel. Teufel des Weihwasser? Okay. Also, einfach haben wir es nicht, wenn wir sagen, und jetzt sind wir die Innovativen. Glaubt uns das jemand? Oder? Das ist ja völlig verrückt. Eine Bank, und wir sagen, ja, die Fintechs und alle, die kommen jetzt mit neuen Sachen, Number 26, wie sie alle heißen, und jetzt sind wir da. Man könnte sagen, seid steppert, oder? Geht's haben und schließe, ihr seid zur Bank. Und außerdem die Kunden sind ja völlig wahnsinnig. Bis der österreichische Kunde meine Bank wechselt, muss man mit dem Revolver ansetzen. Also da können die italienische Mafia noch so viel österreichische Banken nehmen, der bleibt. Da können die Kärntner alles verscheißen, was sie nur verscheißen, der bleibt. Da können die, wie heißen sie, die Volksbank, ja genau, die können völlig zugrunde gehen, der Österreicher bleibt. Wozu? Also muss ich überhaupt irgendwas innovieren in diesem Land? Macht ja keinen Sinn, die bleiben eh alle dort, wo sie sind. Aber wenn ich will, wenn ich wirklich ernst nehme, dann muss ich aber eines noch machen. Ich muss davon ausgehen, dass was wir haben, ist im Moment mit der Technologie ja nicht, was ich mit einem App löse. Und ich muss ganz grundsätzlich fragen, wer bin ich und was kann ich? Ich habe deswegen, Technologien verändern immer auch die Gesellschaft. Technologien machen eine komplett neue Kultur. Der erste Kühlschrank hat die ganze Food-Industrie verändert. Das erste Röntgen natürlich die ganze Medizin. Mit der Kommunikationstechnologie ist es völlig gleich. Ich kann nicht anfangen, irgendeine App bauen. Ich muss ganz grundsätzlich das ganze Unternehmen verändern. Ich muss alles reinholen. Ja? Und ich muss wissen, der hat übrigens die Digitalkamera erfunden, das war ein bisschen zu früh, wir kennen die Geschichte, Kodak gibt es nicht mehr. Ich muss im Grundsatz verstehen, was da auf mich zukommt. Wir haben, und das möchte ich jetzt ein bisschen herzeigen, wir haben sozusagen die sieben Veränderungen definiert, die wir da draußen verstehen müssen, dass wir als Bank in 10 Jahren überhaupt noch existieren. Im Grunde genommen sind wir schon digital, alles was wir anbieten, bietet mittlerweile ein Fintech auch. Also was ist das Besondere dran und was sind diese 7 Veränderungen?
Zeig's Ihnen jetzt ganz schnell. Also, Nummer 1, Share versus Own. Was kann ich als Bank sharen? Wir sind hochreguliert, ja? Wer sich mal authentifiziert hat oder legitimiert hat bei einem Kontokauf, weiß, dass das Sharen eigentlich völlig Schwachsinn ist für uns. Now versus later. Wir liefern alles Monate später, richtig? Fragen Sie mal Ihren Betreuer, bitte gib mir mal alle Daten, die du von mir hast. Oh, der wird einen Schock kriegen, ja? Also sind wir nicht gerüstet, richtig? Now versus later. Love, gibt es irgendein Bankprodukt, das Sie lieben? Ha? George, vielleicht. Ein Konto? Na, der Überziehungsrahmen? Der kommt erst, außer nix. Ein Drama für uns, nicht? Was machen wir jetzt? Ne? Personal versus Standard? Haben Sie mal versucht, ein individuelles Konto zu kriegen? Vergessen Sie es. Online versus Offline, oh mein Gott. Ja. Jahre zurück, Jahre. Experience and Product, scheiße. Do versus Go geht überhaupt nicht. Ende der Durchsage. Ich kann nur eins sagen. Probieren Sie George!